Liebe Brüder und Schwestern, das sind die richtigen Fragen, die man stellen soll. Was sollen wir tun, fragen die einfachen Leute, die Zöllner ebenfalls, was sollen wir tun? Und dann die Soldaten, was sollen wir tun? Und jeder von uns darf auch diese Frage für sich wiederholen, dem Herrn sie stellen. Herr, Jesus oder Maria, was soll ich tun? Der Tag, der dritte Adventssonntag, ist der Tag, der Freude geweiht ist. Die Freude darüber, dass Jesus bald kommt, dass ein Erlöser kommt. Und es ist interessant, warum die Menschen damals, bevor Jesus da war, kurz bevor er kam, gefragt haben, was sollen wir tun? Was war der eigentliche Auslöser für diese Frage? Ihr werdet überrascht sein. Der Auslöser für diese Frage waren die klaren, unmissverständlichen Worte der Umkehr von Johannes dem Täufer. Er hat die Missstände beim Namen genannt und gesagt, so geht das nicht. So können wir nicht vor Gott hintreten. Er hatte keine Angst, auch dem Herodes zu sagen, was nicht geht, dass er mit der Frau seines Bruders zusammen war. Er hatte keine Angst. Er hat mit Klarheit und Deutlichkeit die Dinge beim Namen genannt, richtig gestellt. Und was ist passiert? Das Herz der Menschen wurde berührt. Vielleicht nicht bei seiner ersten Predigt, auch nicht bei der zweiten. Aber so langsam haben die Leute gespürt, eigentlich, was dieser Johannes sagt, das entspricht dem Wort Gottes. Wo haben wir die Weisheit, die Gebote Gottes? Wo sind sie geblieben? Und sie haben gespürt, das ist richtig, was Johannes predigt. Es ist Wahrheit. Und da kam dieser Wunsch auf, in Wahrheit, in der Wahrheit Gottes zu leben. Und nicht mehr in der Wahrheit, wie die Menschen sagen, das ist nicht so schlimm, das ist normal. Heute leben viele so und es gibt viele Beispiele. Und auch in der Kirche ist nicht alles so, wie es sein sollte. Das mag alles stimmen. Und trotzdem, das Wort Gottes ist das Wort Gottes und es verändert sich nicht. Und Gott weiß, was den Menschen frei macht. Und die Wahrheit wird euch frei machen und wird euch Freude schenken. Johannes 8, 32. Da steht nicht, und wird euch Freude schenken. Aber das ist passiert genau hier, bei Johannes dem Täufer. Und dann werden die Dinge auf einmal wieder normal. Im Grunde genommen ruft Johannes der Täufer und ruft die Kirche uns heute zu, seid normal. Aber nicht normal in den Augen der Welt, sondern normal in den Augen Gottes. Normal kommt von dem Wort Norm. Und Gott wird sich nicht unsere menschlichen Normen anpassen. Er will, dass wir seine Norm übernehmen. Als ich dieses Evangelium gelesen habe, ist mir Folgendes aus meiner Kindheit in Erinnerung gekommen, aber auch aus den Katechesen mit Kindern. Und dann frage ich die Kinder, ja, was soll man denn tun? Ja, man soll Gutes tun. Und was hat Jesus getan? Ja, Jesus hat geteilt. Wir sollen teilen. Ich war immer überrascht über diese spontanen, nicht suggerierten Antworten der Kinder. Sie sind von selbst aufgekommen. Teilen. Das haben wir in der Kindheit gelernt. Und wenn jemand kein Butterbrot in der Schule hatte, im Pausenhof, dann haben wir geteilt. Manchmal war es schwer. Der Bäcker ist bei uns vorbeigekommen damals, in kleinen Dörfern, und er wusste um die Situation unserer Familie, 12-köpfige Familie. Und dann hat er immer noch Backwaren, ich glaube, die waren noch vom Tag vorher, hat er dabei so, wie nennt man das, die Süße, ja, zum Kaffee trinken. Ja? Und dann hat er, wir sind zum Auto gelaufen, wenn er da war. Er hat Mutter das große Brot verkauft, ein fünfpfündiges Brot, stellt euch das mal vor. Dann hat er mir mal so auch so ein Gebäck zugesteckt. Und in meinem Herzen war spontan,
das kann ich nicht und will ich nicht allein aus. Wenn ich es mal getan habe, dann habe ich schon schlechtes Gewissen gehabt. Aber ich habe immer gespürt, Teil. Das ist, war nicht wirklich anerzogen. Es war im Herzen drin. Ich denke, meine jüngere Schwester hat sich gefreut, wenn sie dann auch was abbekommen hat. Liebe Brüder und Schwestern, normal sein. Und wenn jemand zwei Kleider hat, dann gib dem anderen. Oder zum Zöllner, frag nicht mehr, als festgesetzt ist. Und so sollen wir Christen nicht lügen, nicht betrügen, nicht unterschlagen, auch keine Steuerhinterziehung machen. Wir sollen klar sein. Einfach normal. Gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gib Gott, was Gott gehört. Und den Soldaten, tut keinem Gewalt an. Ja, wir sollten keinem Gewalt antun. Aber manchmal benehmen wir uns auch wie Soldaten, mit unseren Worten. Und die Worte können wie Lanzen, wie Speere, wie Schwerter sein. Und die können verletzen, sie können töten. Erpresst niemand. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Halte niemand fest in seiner Schuld, auch wenn er dir Unrecht getan hat. Sei normal nach den Normen Gottes. Und das Wort Gottes sagt, es ist eine größere Freude zu geben, als zu nehmen. Da zitiert Paulus Jesus, und dieses Wort steht überhaupt nicht im Evangelium. Aber wahrscheinlich haben die Jünger das öfter wiederholt, sodass es auch zu dem später, nach der Auferstehung Jesu, nach der Himmelfahrt Jesu, berufenen Paulus auch gedrungen ist. Geben ist seliger als nehmen. All das haben wir mit Sicherheit schon erlebt. Liebe Brüder und Schwestern, wenn wir wahre Freude erleben möchten, dann bitten wir den Herrn darum, dass wir normal werden. Normal nach seinen Normen, nach seinen Vorstellungen. Es gibt eine Bewegung in den Vereinigten Staaten, ich weiß nicht, wie weit sie übergeschwappt ist über den Atlantik zu uns, die heißt, What would Jesus do? Was würde Jesus tun? Wenn du in Situationen kommst und nicht weißt, was soll ich jetzt tun? Stell dir einfach vor, Jesus ist in dir und frage, Jesus, was würdest du jetzt tun? Manchmal habe ich es selbst schwer damit, die Antwort schnell zu finden. Aber wenn ich dann Maria frage, die Mutter Jesu, dann geht das fast wie ein Blitz. Dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ist eigenartig. Maria steht deswegen nicht über Jesus, aber sie ist die Mutter Jesu. Und sie ist uns gegeben als Mutter, auch als Erzieherin im Glauben. Eine sichere Hand, die uns sicher und in Klarheit und in der Wahrheit führt nicht zu sich selbst, sondern immer zu Jesus. Und Jesus führt uns zum Vater. In der Lesung aus dem Philipperbrief, da heißt es dann, eure Güte werde allen Menschen bekannt. Oh, wie schön ist es, wenn wir spüren, da ist jemand mir gegenüber gut. Der meint es gut mit mir. Er unterstützt mich nicht in einer Lüge, er unterstützt mich in der Wahrheit. Er hat keine Angst mehr, auch die Wahrheit in Liebe zu sagen. Er ermutigt mich. Da ist kein Neid, keine Konkurrenz. Er freut sich, wenn es mir gut geht. Und er sieht es. Er kann es in Worte fassen. Er kann mich ermutigen. Wie gut tut uns das? Und Jesus sagt, in der Bergpredigt, die sollten wir öfter lesen, dann sagt er, was du nicht willst, dass man dir tut am Negativen, das tu auch einem anderen nicht. Im Umkehrschluss, was du möchtest, dass man dir tut, das tu auch dem anderen. Das sagt Jesus. Und er sagt nicht nur bestimmten anderen, sondern allen anderen. Eure Güte werde allen Menschen bekannt. Der Heilige Geist möge diese Fähigkeiten zur Güte, zu den Normen Gottes, sie zu praktizieren, in uns stärken, erneuern, uns dabei die Freude schenken, die wirklich von Gott kommt
und die kein Mensch uns nehmen kann, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes.